Mondgrotte. Ach, nett. Ganz auf jeden Fall speichern. Gut, dass ich gespeichert habe. Nee, das geht nicht. Ich wollte erst gucken, ob ich darüber komme, aber komme ich nicht. Weil hier ist wieder so ein Ding, was kaputt geht. Mal gucken. Okay, gut. Also ich habe nur alle Möglichkeiten ausgeschlossen, dass da irgendwas ist, was für mich interessant sein könnte. Dem ist nicht so. Okay. Oben oder unten lang? Erstmal unten. Da waren Stacheln, war der ganze Boden voll Stacheln oder war da nur dieses kleine Ding, wo ich reingesprungen bin, voll Stacheln? Man weiß es nicht so genau. Oh. Ja, nee, jetzt warte ich noch einen ab. Ich bin zwar ein ungeduldiges Mappy, aber so ungeduldig dann auch nicht, ja? Ich muss da unten lang, oder? Oder nicht da, wo die Spinne ist, sondern ich muss hier unten lang. Wo der nächste Käfer mich richtig doof treffen kann, weil ich natürlich wieder zulasse, dass ich doof getroffen werde. Aber das ist schon mal gut, dass wir wieder speichern können. Oh, so ein schönes Spiel, ne? Ey, nicht fallen lassen! Wenn es kaputt geht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt schon lang muss. Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir folgen erstmal ihm hier. Ich glaube nämlich, da muss ich später hin. Da. Deswegen folge ich erstmal dem, was ich glaube, was ich tun muss. Wo ich weiß, also, nee, dem, was ich weiß, was ich machen muss, ist die bessere Bezeichnung in dem Fall, ja. Gut, dass ich mich nicht droppen ablassen. Warum auch immer ich da rein kann, wenn da nur Wasser ist. Arsch. Weil da sind ein paar viele Stacheln, würde ich sagen, ne?
Muss ich nach oben oder muss ich nach unten? Für mich muss ich nach unten, okay. Damit ich den Kartenstein finde. Okay. Ist auf jeden Fall ganz klein, was er sich hier aufgebaut hat. Das Problem ist, ich habe halt noch exakt so einen Treffer gut, ne? Andererseits glaube ich, wird man hier sowieso, wenn dann direkt zerquetscht. Ich glaube, dann ist sowieso vorbei, ne? Hättest mir nicht was, du hättest mir nicht Leben geben können, ne? Ich dachte so. Ja, ich weich dem jetzt voll cool aus. So richtig easy, habe ich gedacht, ne? Ja, weichst du mal gut aus und alles ist super. Und dann schießt es einfach genau dahin, wo ich ausweichen will. Mann, 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 das kann doch nicht wahr sein, ihr. Es haut einfach einen Volltreffer raus. Naja, ist nicht so schlimm. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Leben hier unten. Wir holen den Kartenstein eben und dann wird abgespeichert. Hä? Wie viel Leben hat denn das gezogen, die Stacheln auf einmal? Ich dachte, ich kann an die. Ich dachte, ich kann mich Damage boosten. Ich war zu faul. Mal wieder. Ja, ich weiß, es ist nicht klug, aber. Ich bin so jemand. Ich probiere es erstmal auf die ungeduldige Art und Weise und guck dann, ob es klappt. Man kann ja Glück haben. Ich habe wohl schon wieder zweimal getroffen bei Wayne. Muri, nicht zerquetscht werden, bitte, bitte, danke, danke. So, und wir haben auch jetzt mit dem Kartenstein dann auf jeden Fall einen Grund zu speichern erstmal, ja. Zumal wir den ja hier wieder bekommen, den Speicherpunkt, also. Ist alles gut. Ich dachte, jetzt springe ich nochmal in die Stacheln rein. Fähigkeitenpunkt.
finde das eigentlich nicht schlecht. Zumal wird dann auch in die 2-Punkte-Dinger reingehen. Aber ich möchte jetzt erstmal. Ich weiß nicht. Den oder den? Obwohl das natürlich auch sehr sinnvoll ist, ne? Komm, wir machen das hier. Um dann direkt erstmal in den Stachel reinzurennen aus Freude. Weil Stacheln machen so viel Spaß. Ich wollte erstmal jetzt gucken, was überhaupt auf der Karte alles angezeigt wird, ne? Ach, jetzt werden mir diese Gefäße angezeigt zum Beispiel. Okay. Ja, man kann ja direkt hier Stacheln oben auch drauf machen, auf das Ding natürlich, ne? Warum war denn der jetzt wieder da? Wo sind der andere Stein? Ach, unten rechts. Hä? Wie komme ich da hin? Okay, ich komme da doch über die hin. Okay. Warum sollte man oben lang gehen? Das ist nicht schlimm, weil ich wollte ja sowieso hier hin. Es war zwar nicht wie geplant, aber. Man laufen schon Sachen wie geplant, ne? Ja, besser wäre ich zurück in die Stacheln springe. Hä? Warum ist zu? Ich habe dich schon zweimal getroffen, ne? Den will ich ja auch gar nicht. Also erst klaut er hier eine Seele und dann hetzt er uns so ein Viech auf den Hals hier. Nicht nett. Und wenig EP gibt's auch noch. Aber wir haben hier immerhin alles gesammelt.
nicht speichern kann, warum sollte ich nicht speichern, ne? Ich meine, das liegt ja eh auf dem Weg. Wenn es jetzt so meilenweit weg gewesen wäre, würde ich sagen, nee, aber so gerne. Knapp, aber gut. Let's open the door. Speichern. Oh, wir lernen was Neues. Ein Stammbaum, Liru lag hier. Sie war schnell und beweglich, durchschnitt die Luft. Nicht absorbieren, ja, sehr gerne. Neue Fähigkeit, Ladies and Gentlemen. Du hast den Doppelsprung erlernt. Drücke Space, um die Luft. Um die Luft zu springen. Und drücke dann, um in die Luft zu springen. Drücke dann erneut Space. Okay, das finde ich gut. Und das ermöglicht uns auf jeden Fall neue Sachen. Und wir können mal gucken, ob wir, wie viel wir da davon jetzt einsammeln können. Entschuldigung. Guck mal, das Boot ist sogar untergegangen. Hi. Oh, ja, wenn man in die Stacheln reinläuft, dann ist doof, aber besser als. Jetzt weiß ich, dass da so ein Gegner ist. Was macht der denn da? Der chillt da. Hey, hi, guten Tag!
Wärst du so freundlich und würdest mir das Ding wiedergeben, was du geklaut hast, damit ich den Wald retten kann, in dem du lebst? Ich meine, das ist doch auch dein Interesse, oder nicht? Also es sollte dein Interesse sein. Zumindest so mehr oder weniger. Ich habe vertraut, dass das Spiel das so gemacht hat, dass man das auch bekommt, ja. Einmal das Spiel speichern bitte, auf jeden Fall, ja. Hä? Man, willst du mich einfach veräppeln jetzt hier, als wenn du da immer noch nicht hochkommst? Du warst doch dran! Okay, gut, da soll man also noch nicht hin. Da muss ich aber hin, weil sonst ist es ein bisschen weit.